500 Lira für ein Haarspray. Yes. Leute, ich war in Deutschland einkaufen, weil ich bin ja gerade auch wieder zurück und habe so ein paar Sachen wieder mit eingeshoppt und die wollte ich euch zeigen und ich würde sagen, lasst uns anfangen mit Skincare Products. Das ist übrigens meine Ausbeute. Ja, und ihr dürft gespannt sein, was sich darin befindet und die Sachen schauen wir uns jetzt einzeln alle an. Das erste Produkt ist von Balea Beauty Express, Leute, das ist auch relativ neu. Das soll ein Dupe zu Paula's Choice Peeling, chemisches Peeling sein und das habe ich jetzt schon eine Weile in Benutzung. Es ist gut, also es peelt euer Gesicht auf feinste Weise und ihr braucht das nur auftragen und das war's. Ihr könnt es drauf lassen, das ist ein BHA-Peeling, 2% hat das und ich glaube, wenn ihr das regelmäßig ein bis zweimal in der Woche anwendet, dann bringt das eine Menge. Also ich bin weg von Körnerpeelings und bin pro chemische Peeling, deswegen das. Und es ist richtig günstig, ich glaube, es hat 3 Euro gekostet. Paula's Choice kostet, glaube ich, um die 35 Euro, lass mich nicht lügen. Das wäre das erste Produkt. Ich habe hier noch ganz neu die Base von Nimia. Das ist ja die Marke von Niki Tutorials. Liebe und feier diese Frau, Leute, die ist einfach so. Ja, und die hat halt einen Moisturizer Primer rausgebracht. Der ist auch schon ein bisschen älter. Gibt es aber jetzt relativ neu bei Douglas. Und da habe ich mir gedacht, okay, probier das Ganze mal aus. Damit können wir übrigens auch einmal kurz starten. So sieht die Creme aus. Und die ist so mousseartig. Und die tragen wir. Riecht richtig gut nach Vanille. Ich kann es nicht beschreiben. Muss da Parfüm drin sein? Ich finde eigentlich mittlerweile nicht. Können wir gut drauf verzichten, weil viele halt auch auf diese Duftstoffe nicht so geil reagieren. Hätte vielleicht nicht sein müssen, aber ich bin da jetzt nicht so empfindlich. Riecht auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Gibt es für ca. 29,99 bei Douglas. Wartet. So, kommen wir doch mal zu meinem 500 Lira Haarspray. Und zwar kostet das tatsächlich hier um die 500 Lira, wenn nicht noch teurer. Ich dachte so, hä? Warum ist das so teuer hier? In Deutschland kostet das vielleicht 2,50. Das ist das hier. Got to be das Strandmatte Haarspray. Können wir auch gleich mal ausprobieren. Ihr wisst ja, ich habe Extensions in meinen Haaren drinnen, aber habe meine Naturhaarfarbe. Das heißt, ich habe nichts gefärbt und sonstiges, aber hier oben kräuselt das mal sehr, sehr gerne bei mir. Und das ist halt ein matt Haarspray, was keinen Glanz hinterlassen soll. Na, 500 Euro. Also es riecht wie dieses typische Strandmatte-Gel, kennt ihr wahrscheinlich. Und ich kann da noch nichts zu sagen, ehrlich gesagt, weil das ist auch so eine Art Texturspray. Das heißt, ich glaube, bei Beachy Waves könnte man das richtig gut einsetzen. Lass uns doch mal Beachy Waves zusammen machen, da können wir das vielleicht mal testen. Dann habe ich mir von Too Faced hier einmal diese Lidschattenpalette geholt. Leute, Packaging is everything, finde ich, weil es verleitet einfach jemanden zum Kauf. Also ich glaube, das ist nicht nur bei mir so, sondern vielleicht auch eventuell auch bei dir so. Von den Lidschatten, von ja, den Blush, die hier auch eben drin sind, bin ich ehrlich gesagt nicht so angetan. Also da hatte ich mir ein bisschen was Besseres gewünscht. Aber kann man halt auch mal benutzen. Tue ich jetzt allerdings nicht. Aber diese Palette habe ich mir auch, glaube ich, für 26 Euro geholt. Und das war eine Christmas Edition. Vielleicht, wenn ihr Glück habt, gibt es die noch. Also für die Leute, die jetzt nicht unbedingt super, super Wert auf Quality legen, sondern nur ein bisschen Schimmer haben wollen, dann ist das vielleicht das Richtige für dich. Dann lass uns weitermachen. Und zwar das Parfüm Escada Magnetism ist ein Parfüm aus meiner Kindheit. Der ein oder andere kennt es und immer wenn ich am Flughafen war, war das immer ausverkauft und jetzt gestern oder vorgestern bei der Rückkehr habe ich es gefunden für 39,95 und der ein oder andere kennt es. Es ist schon ein heftig starker Duft, aber für den Arm finde ich das ganz schön und vor allem für den Winter und es hat gerade geklopft. Ich glaube, unser Starbucks ist da. Habe ich übrigens noch einen Glow Primer, der ist auch relativ neu und zwar ist der von NYX Bare With Me. Den tragen wir jetzt mal auf die andere Seite auf. Das ist ein Radiant Perfecting Primer. Und der hat auch so einen Schimmer. Schaut, seht ihr das? Also wer im Sommer diesen extra Glow unterm Make-up haben möchte, kann dann halt auch so einen Glow Primer benutzen. Und ja, geil. Dann war ich übrigens auf der Suche nach einem, ihr wisst, ich habe Hooded Eyes, nach einem Eyeliner, der gut hält. Und da habe ich diese von euch empfohlen bekommen, weil ich habe euch nämlich auf Instagram gefragt. Und zwar ist es einmal der Catrice Microtip Graphic Eyeliner. Der hat übrigens dann halt auch so eine richtig feine Spitze. Habe ich noch nicht probiert. Dann gibt es einmal den Catrice Liquid Liner in Matt, die Dating Joey Black. Den hat mir auch jemand empfohlen. Das ist ein Flüssig-Eyeliner und mit dem könnt ihr auch, denke ich, richtig, richtig präzise arbeiten.
vermeiden. Und the all-time favorite Eyeliner von allen. Leute, verzichtet einfach auf diese teuren Eyeliner-Marken. Braucht ihr nicht, denn auch die von Essence, die tun es wirklich. Das ist hier der Liquid Ink von Essence. Der ist, glaube ich, bei so vielen Leuten beliebt. Reicht. Kostet, glaube ich, 2 Euro. Reicht völlig aus. Ich habe auch Eyeliner von L'Oreal, die angeblich waterproof oder sonstiges sind, die dann um 15 Euro kosten. Tonne. Dann möchte ich euch noch das Produkt von Anastasia Beverly Hills zeigen. Das ist ein Tinted Brow Gel und zwar in der Farbe Caramel. Leute auf TikTok, die ganzen Make-up-Influencer schwören da drauf. Ich habe jetzt absolut nichts auf meinen Augenbrauen und zwar ist das halt so ein Gel, was einfach so ein bisschen Farbe abgibt. So ein Glow Caramel Gold. Kim Kardashian benutzt das, yes. Und das habe ich mir gegönnt. Und damit könnt ihr so leicht, einfach so leichte Goldakzente auch in eure Augenbrauen formen. Und ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon den Unterschied seht. Meine normale Augenbraue ist schon eher so ein bisschen grau. Und das ist jetzt eher so ein bisschen karamellig geworden. Ich lieb's. Also da freue ich mich auch über die Anschaffung. Das habe ich dann auch bei Douglas übrigens mir bestellt. Das musste ich mir gönnen. Und zwar Charlotte Tilbury hat eine neue Mascara, die Pillow Talk Push-Up Lashes. In der Farbe Dream Pop. Ich liebe meine Augen. Ich liebe braune Augen. Und ich habe das Gefühl, wenn ich diese Mascara auftrage, sie ist braun, Bordeaux, Gemisch. Wenn ich diese auftrage, ich weiß nicht, ob wir das mal machen sollen zusammen, dann ist es einfach was anderes. Schwarz finde ich auch natürlich geil, aber das oder blau, wisst ihr, bin ich absoluter Fan bin. Von, soll ich es mal machen? Ich trage es auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Das ist die Pillow Talk Mascara von Charlotte Tilbury. So sieht die bei mir am Auge aus. Reicht bei mir schon vollkommen aus. Also ich finde es gerade extrem geil. So, bevor wir jetzt zur Foundation übergehen, ich zeige euch jetzt nicht die Foundation. Ich glaube, da sollten wir es vielleicht auf TikTok mal wiedersehen, weil ich habe hier einmal die Airbrush Flawless Foundation. Dann habe ich auch die Beautiful Skin Foundation von Charlotte Tilbury. Ich habe noch so viele Foundations mehr, aber die virale TikTok Foundation von L'Oreal Infallible 24. Sollen wir? Sollen wir nicht? Wisst ihr was? Wir machen jetzt eine Seite hier mit dem. Und für die andere Seite wollte ich euch eigentlich dieses Produkt zeigen. Das ist ein Kabuki Brush von Amazon. Ich weiß nicht, wie viele Borsten hier drin sind, Leute. Die könnt ihr übrigens mit der nicht so gut auftragen, weil die relativ schnell verblendet werden muss. Daher würde ich jetzt die Le Beige von Chanel auftragen. Von dem Highlight rein. So, und ich trage bei der Foundation sehr, sehr gerne erstmal mit den Händen auf und dann mit dem Kabuki. Spart auch bitte diese Augenpartie hier aus, weil da tun wir nämlich nochmal gleich extra Concealer rauf. Ja, ich kann noch nicht viel zu dem Pinsel sagen, also muss ich noch auf jeden Fall ein bisschen testen. Vielleicht kann es auch sein, dass ihr damit vielleicht euren Primer oder euren Lichtschutz verschiebt. Da muss ich auf jeden Fall noch mal testen, weil die Reviews auf Amazon waren auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich blende das jetzt hier noch mal ein bisschen aus. Ah, Aggression! Ja. Aber schaut, der Glanz. Der Glanz ist definitiv da. Ich würde jetzt auch im Sommer jetzt nicht nochmal extra super viel abpudern. Wenn du den Glanz behalten möchtest, dann das. So, und jetzt machen wir auf diese Seite die Infallible 24 Hours. Ich glaube, da habe ich jetzt übrigens diesen ekligen Schwamm, der da mit drin ist, nicht dabei. Das ist eine Art Fond de Teint, aber Full Coverage und Waterproof soll das sein und Foundation in a Powder. Das heißt, es fühlt sich an wie Puder, soll aber nachher eine Foundation werden. Deswegen würde ich sagen, tragen wir das Ganze mit einem Pinsel auf und ich glaube, die Farbe ist mir eventuell ein bisschen zu hell. Ich habe es online bestellt, konnte da nicht so gut. Also sie deckt schon relativ stark, trotz dass ich das mit dem Pinsel jetzt hier auftrage. Es ist aber, wie ihr seht, es ist relativ matt. Wer diesen Effekt sich wünscht, für den ist diese Foundation definitiv geeignet. Ich finde im Sommer matt, finde ich jetzt nicht so irgendwie, keine Ahnung. Ist nicht so meins. Wie findet ihr die Farbe? Passt die? Das ist die Farbe Jange und es tut definitiv seinen Job, sagen wir so. Ich habe aber jetzt hier diese Augenpartie, wie gesagt, wieder ausgelassen, weil da
verzichte ich auf zu viel Produkt einfach, weil ich halt auch sehr, sehr viele Fältchen an dieser Stelle habe. Ich habe hier von der Firma Milani sagt euch vielleicht noch was, diese Marke habe ich versucht vor 12 Jahren nach Deutschland zu bringen und ihr habt mich damals alle fertig gemacht. Ich erinnere mich noch und dann habe ich einfach gesagt, nee, lass es, ich habe da keine Lust drauf, wobei ich die schon da hatte. Und jetzt, 2022, ist Milani wieder da, 12 Jahre zu spät in Deutschland. Das ist der Conceal & Perfect Longwear Concealer. Das heißt, der hat, glaube ich, vieles in einem. Ich habe die Farbe Natural Light, Light Natural in der Farbe 125. Leute, da braucht ihr nur ganz wenig Produkt. Ich zeige es euch. Ich trage immer nur ein bisschen hier auf und ein bisschen hier und verblende das dann, weil es ist schon krass viel Produkt. Da habe ich übrigens einen Teardrop Concealer Pinsel von Douglas. Den habe ich für 1 Euro bei Action geholt. Ja, die Farbe ist ein bisschen hell, würde ich sogar sagen. Aber das reicht schon bei mir völlig aus. Viel hilft nicht immer viel. Weniger ist mehr. Da bin ich definitiv bei Concealer ist weniger mehr. Auf jeden Fall Ü30, ja. Und wenn ihr das Problem habt wie ich, dann solltet ihr weniger Produkt benutzen. So, ich weiß nicht, ob man jetzt hier schon den Unterschied an dem Concealer sehen kann. Das reicht bei mir schon. Ich zette das jetzt meistens auch nicht, weil das bei mir dann auch ganz leicht, vielleicht ganz, ganz leicht mit einem Puder. Und dann nehme ich das hier von Huda Beauty. Das habe ich auch neu. Das ist Pound Cake. Und dieser Rosa von Huda Beauty ist auch ständig ausverkauft. Voll nervig. Da bitte nur ganz leicht, wenn ihr Ü30 seid. Da habe ich hier von Douglas einen Pinsel. Der ist relativ gut und schön dick. Und damit kann man das gut auftragen. Ganz leicht. Da bitte verzichtet auf Dings. Baking. Ich bin nicht aufs Wort gekommen. Baking. Da verzichtet bitte auf Baking, wenn ihr so alt seid wie ich. Lass uns zum letzten Produkt kommen und dann das Video beenden. Ich habe mir von der Firma Dior. Das ist Dior Backstage Face and Body Powder No Powder. Also es ist ganz leicht. Ich habe die Farbe 4N Neutral. Ich glaube, ich hätte mir tatsächlich sogar noch eine Farbe dunkler holen sollen. Es hinterlässt ein ganz, ganz zarten Glow-Effekt im Gesicht. Zeige ich euch jetzt mal auf beiden Seiten. Also das ist, als hätte man fast, das sieht so natural aus einfach. Ich mag das. Wenn ihr mit dem Pinsel arbeitet, ja, dann benutzt wirklich nur hier diese Spitze ganz leicht, sonst wird das nachher alles so ein bisschen fleckig, kann es sein. Ich weiß nicht, ob man irgendwas sieht. No Powder Powder, ich glaube, man sieht nicht viel. Es ist wirklich, hinterlässt nur so einen leichten Schimmer-Touch, Bronzing-Effekt. Könnt ihr übrigens auch über euren Bronzer auftragen. Seht ihr was? Doch, man sieht es, ne? Ganz leicht. Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich hätte mir vielleicht eine Nummer dunkler noch holen sollen. Das Zeug kostet, glaube ich, 40, 50 Euro. Da habe ich einfach dieses Problem auch, dass diese Oberfläche so ein bisschen ölig ist irgendwie. Keine Ahnung. Da könnt ihr übrigens mit einem Teser, wenn ihr dieses Problem habt, dass irgendwann kein Produkt mehr abkommt, Teserfilm drüber abziehen, dann habt ihr eigentlich dieses Problem schon gelöst. Und jetzt wisst ihr auch, was ich meine. Schaut, probieren wir das Ganze nochmal auf dieser Seite aus. Auf der Glowy-Seite, wo ich nichts abgepudert habe. Auch hier funktioniert das ganz gut. Also wenn ich zu viel haben möchte, das wäre dann hier dein Produkt. Benutze ich sehr, sehr gerne. Und wenn wir schon mal dabei sind, hier, wenn ihr hier ganz leicht runter geht, dann habt ihr diesen Slimming-Effekt. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, weil ihr dann hier sozusagen so einen Schatten hinmalt. Das heißt, einfach hier gerade runter. Seht ihr das? Bisschen auf die Nasenspitze wischen. Wisst ihr was? Ich habe gerade hier mein Natural Make-up für euch gemacht. So würde ich jetzt normalerweise eigentlich rausgehen. Das wäre es jetzt schon für mich. Das war's von mir. Das war mein kleiner Haul. Habe ich noch was für die Lippen? Doch, ein Produkt habe ich da. Das ist von Essence. Extreme Shine Gloss. Mag ich absolut. Das war das letzte Produkt in der Farbe Gold Dust. Ich trage das jetzt einfach ohne Lip Liner, ohne gar nichts auf, damit ihr einfach mal sehen könnt, wie das so ausschaut. Ich bereue es. Ich wünschte, ich hätte mir noch einen zweiten davon geholt. Gab es aber nicht mehr. Hinterlässt auch über jeden Lippenstift so einen schönen Glow. Mag ich. Und damit beende ich jetzt das Video. Ich hoffe, mein kleiner Haul hat euch gefallen. Wie gesagt, ich habe noch ein paar Produkte mehr. Aber beende das Video jetzt mit einem Setting Spray und wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Mach's gut. Tschö mit Ö.